Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen an einem Tag, an dem man mit Krawatte gefährlich lebt, an dem Zehntausende den Beginn des Straßenkarnevals gefeiert haben und sich auch von strömendem Regen nicht davon abhalten ließen. An einem Tag, der Sorgen vergessen lässt und dennoch nicht wegkommt von der Welt, in der wir leben. Wir beginnen deshalb heute mit der erstaunlichen Geschichte einer Frau, die ihre Heimat verlassen musste, nach Deutschland floh und jetzt in Düsseldorf an den Wagen für den Rosenmontagszug mitarbeitet. Unter anderem an einem Mottowagen, der den Mann zeigt, vor dem sie floh. Norman Odenthal erzählt ihre Geschichte. Es ist die Freiheit, mit den Händen zu formen, den Gedanken zu spielen, wo auch immer sie hinführen, Kunst eben. Marina, Bildhauerin, kann wieder sie selbst sein. In ihrer neuen Heimat Düsseldorf, in ihrer alten Heimat Moskau, geht das nicht. Freiheit gibt es keines, dieses Wort in Russland. Schade, aber so. Als Künstler, wenn du kannst verstecken deine Meinung, ja, zwischen Buchstabe, zwischen Farbe. Du kannst arbeiten, aber du hast immer Angst, wenn jemand sagt, ah, das ist verbotene Sache. Marina hat Verbotenes getan, gegen das Regime demonstriert, gegen Putin. 7-mal habe man sie festgenommen, grün und blau geprügelt. Als der Angriff auf die Ukraine begann, wurde es für Marina endgültig zu gefährlich. Ich habe keine andere Wahl. Ich spreche ein bisschen viel. Und wenn ich bleibe da, ich denke, mein Leben nicht weit von Nawalny. Gefängnis. Ja, das ist der nächste Schritt. Hier in Freiheit mit neuem Leben, neuer Sprache, neuer Aufgabe oder Gefängnis in Russland. Und Sie haben alles hinter sich gelassen? Alles. Alles. 2000 Kilometer Luftlinie von Moskau entfernt, eine andere Welt. Karneval in Düsseldorf am Rhein. Politisch, satirisch, bissig, frei. Putin ist hier seit Jahren sehr beliebt, als Zielscheibe. Undenkbar, dass so etwas auf Moskauer Straßen rollt. Für Marina war das hier eine Befreiung. Wenn ich habe gesehen Karneval, erste Mal letztes Jahr, ich verstehe, dass das ist meine. Hier kann ich arbeiten. Geh zu Tilly, raten ihr Freunde, und da arbeitet sie jetzt in der Werkstatt einer wahren Legende. Jacques Tilly ist der Wagenbauer im politischen Karneval. Ein Glücksfall für Marina und umgekehrt. Wenn jetzt jemand leibhaftig erzählt, wie halt die künstlerische Freiheit in Russland eigentlich verunmöglicht wird im Moment, da ist das natürlich nochmal für uns eine Motivation, ja, besonderen Augenmerk auf Russland zu legen, gerade auch in diesem Jahr. Mehr verrät der Meister nicht. Mit närrischer Strenge werden die politischen Motivwagen bewacht. Bis Montagmorgen hinter verschlossenen Türen. Wird es einen Putin-Wagen geben am Rosenmontag? Das ist ein Geheim, ja. Aber ja, es gibt Putin dieses Jahr auch. Und Sie haben daran mitgearbeitet? Ja, ich habe gearbeitet. Marina Balisch gegen Wladimir Putin. Der Kampf tobt weiter, doch diese Runde geht, gefühlt zumindest, an Marina. Der Ukraine-Krieg, also auch Thema bei den Narren. In einer verdammt ernsten Welt, dazu heute eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hatte, die nichtsdestotrotz aufhorchen lässt und die wir jetzt analysieren werden. Der ukrainische Präsident stellt die militärische Führung seines Landes neu auf. Der General, der als Oberbefehlshaber der Streitkräfte die Ukraine durch fast 2 Jahre Krieg geführt hatte, muss gehen. Das ist er, Valeri Saluzhny, sehr beliebt bei den Menschen in der Ukraine, ein Kriegsheld für viele. Aber Präsident Selenskyj sagt heute, wir brauchen eine realistische Strategie für 2024. Bringen wir unsere Korrespondentin mit dazu, Katrin Eigendorf in Kiew. Guten Abend, Katrin. Was sind denn die Gründe für diese Ablösung? Hatte die Ukraine keine realistische Strategie bislang? Ja, Christian, das ist einerseits eine Frage des persönlichen Verhältnisses und das steht, glaube ich, im Vordergrund. Das Zerwürfnis zwischen Saluzhny und Selenskyj dauert schon eine ganze Weile. Der General wurde dem Präsidenten einfach zu selbstbewusst. Er hat mit der Presse gesprochen, ohne das mit ihm abzusprechen.
Das kommt auch in einem Moment, wo man sagen muss, dass die Ukraine auch militärisch keine wirklich guten Rezepte mehr hat. Zaluzhny hat gegenüber dem britischen Economist auch ganz offen davon gesprochen, dass wir mittlerweile eine Pattsituation haben. Das heißt, er hat die Strategie eigentlich in Frage gestellt, dass die Ukraine hier das gesamte besetzte, von Russland besetzte Territorium zurückerobert. Und das ist eigentlich das Problem in der Strategie, was dazu geführt hat, dass er jetzt entlassen wurde. Also die Ukraine braucht dringend eine neue Strategie, auch in diesem Krieg. Die Offensive gegen Russland kann man eigentlich als gescheitert bezeichnen. Ja, dann gucken wir uns doch den neuen Armeechef an, Oleksandr Sirski. Katrin, du hast ihn gerade erst getroffen. Bringt er denn diese neue Strategie mit? Ja, ich habe ihn gerade getroffen. Wir haben die Gelegenheit gehabt, in Kharkiv mit ihm ein längeres Interview zu führen. Er steht für militärische Erfolge der Ukraine zu Beginn des Krieges. Er hat dafür gesorgt, dass die Russen es nicht geschafft haben, Kiew, die Hauptstadt, einzunehmen. Er hat auch weite Gebiete zurückerobert. Er steht für eine relativ harte Führung und ist auch bereit, seine Soldaten erbittert um jeden Kilometer Land kämpfen zu lassen. Dafür steht er als Stratege. Er kennt beide Seiten, das zeichnet ihn aus. Also er kennt auch die russische Seite, hat in Moskau studiert, er kennt auch die westliche Seite gut in seiner Ausbildung. Und was er uns im Interview gesagt hat, er weiß, welche Rolle moderne Technologie in diesem Krieg spielen wird. Da hat er klare Konzepte vorgelegt, wie zum Beispiel Drohnen zum Erfolg führen könnten. Das könnte durchaus eine Art neue Strategie hier verheißen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein enormer Schaden, den die Ukraine hier jetzt nach außen hat. Denn es ist nicht gut, ein Land, das vorher als geeint galt, dass es jetzt so dasteht, dass es hier ein so schweres Zerwürfnis im Prinzip gegeben hat. Interessante Analyse. Herzlichen Dank. Katrin Eigendorf live aus Kiew heute Abend. Und wir bleiben noch einen Moment beim Thema und gucken nach Russland. Die freie, gleiche, geheime Wahl in einer Demokratie, Basis für alles Weitere. Der Moment, in dem sich der Wille des Volkes zeigt. In Russland ist Mitte März Präsidentenwahl. Die heißt zwar so, aber wer sie gewinnen wird, ist bereits jetzt klar. Auch weil es keine echte Auswahl gibt. Ein Kandidat, der heraussticht, weil er als einziger Bewerber offen den Krieg gegen die Ukraine ablehnt, ist heute selbst abgelehnt worden. Die Wahlkommission hat ihn nicht zugelassen. Nina Niebergall mit mehr. Boris Nadjestin wollte den mächtigsten Mann Russlands herausfordern, Wladimir Putin. Am Morgen entscheidet sich, ob er antreten darf bei der Präsidentschaftswahl im März. Das Urteil der Wahlkommission, die Unterschriften seien gefälscht, die Nadjestin brauchte, um anzutreten. Der Oppositionelle wird nicht zugelassen. Sie können mich problemlos aus der Wahl entfernen, aber wohin mit den zig Millionen Menschen, die einen Wandel wollen und mit dem Kurs, der im Land verfolgt wird, nicht einverstanden sind? Auf den Straßen Moskaus wollen viele lieber nicht über Politik reden. Eine Wahl haben sie sowieso nicht. Es ist egal, Putin wird viele Stimmen bekommen. Es spielt keine Rolle, ob Nadjestin zur Wahl zugelassen wird. Ich habe Zweifel, dass die Wahlkommission richtig gezählt hat. Selbst wenn Nadjestin die Wahl nicht gewinnen würde, ärgert mich, dass er nicht teilnehmen darf. Es sind wohl diese Bilder, die das Putin-Regime verhindern wollte. In den vergangenen Wochen unterschrieben plötzlich Zehntausende in ganz Russland für Nadjestin. Den einzigen Kandidaten, der offen gegen den Krieg ist. So wie hier in Podolsk, 40 Kilometer vor Moskau. In einem Land, in dem Protest kaum mehr möglich ist, ein mächtiges Zeichen. Das ist die einzige Möglichkeit, irgendwie unsere Anti-Kriegs- und unsere Anti-Putin-Haltung zu bekunden. Es ist wichtig, Einheit zu zeigen. Die jungen Menschen haben sich vereint. Für sie hat sich eine Hoffnung eröffnet. Er war der einzige Hoffnungsträger, den die Kriegsmüden, die Kriegskritiker hatten. Auch wenn Nadjestin nie besonders laut oder besonders provokant war. Nie etwas sagte, was den strengen Zensurgesetzen in Russland widersprach. Am Ende sind laut Nadjestins Team mehr als die nötigen 100.000 Stimmen zusammengekommen. Ein Teil davon sei ungültig, heißt es nun.
Laut allen Umfragen lag ich auf dem zweiten Platz, bereits im zweistelligen Bereich. Und Sie erzählen mir von 11 Unterschriften angeblich toter oder falschen Passdaten. Nadjeschdin kündigt an, vor Gericht zu ziehen, auch wenn er kaum eine Chance haben dürfte. Auf dem Wahlzettel im März wird niemand stehen, der Putin ernsthaft herausfordert. Und dann wählt heute ein Land, das reich ist an traumhaften Panoramen und warmherziger Gastfreundschaft. Pakistan ist das fünftgrößte Land der Erde nach Einwohnerzahl. 240 Millionen Menschen, rund 130 Millionen Wahlberechtigte. Das ist die eine Seite. Die andere, bittere Armut, marode Wirtschaft, galoppierende Inflation. Die Wahl in dem Atomstaat wird begleitet von Bombenanschlägen, Gewalt und Einschüchterungen. Menschenrechtsorganisationen prangern an, dass Pakistans Justiz die Opposition weitgehend demontiert hat. Johannes Hanow ist in Pakistan. Als wir in der 25 Millionen Einwohnermetropole Karachi landen, wird uns auf dem Weg in die Stadt schlagartig klar, vor welchen enormen Herausforderungen jede künftige Regierung hier in Pakistan stehen wird. Nur eine Stunde hatte es vor unserer Ankunft geregnet und große Teile der Stadt stehen praktisch unter Wasser. Auch am nächsten Morgen ist das Wasser noch nicht überall abgelaufen. In den engen Gassen von Liari, einem Stadtteil Karachis, wollen wir wissen, was sich die Menschen von einer neuen Regierung erwarten. Was wir brauchen, ist Elektrizität, Wasser und Benzin. Mehr brauchen wir nicht. Wir helfen uns schon selber, aber das brauchen wir. Die Atommacht Pakistan und die Mehrheit ihrer 250 Millionen Menschen steht vor dem wirtschaftlichen Kollaps. Die Inflation um die 30%. Viele Menschen haben kein Geld mehr, um sich Essen zu kaufen. Viele lokale Firmen, wie hier im Industriegebiet von Karachi, kämpfen ums wirtschaftliche Überleben. Der Kühlerhersteller Pakistan Engineering produziert Kühler für Traktoren und Lkw für den einheimischen Markt. Rohstoffe wie Kupfer müssen sie importieren und teuer mit Dollar bezahlen. Aber woher nehmen, wenn es praktisch keine Exportindustrie gibt, die Dollar ins Land bringt? Die wirtschaftlichen Probleme in Pakistan sind derzeit sehr groß. Die Rohstoffpreise steigen, wir haben fast keine Dollar und dann ist der Wechselkurs zum Dollar auch nicht stabil. In einer solchen Situation können wir unsere Geschäfte nicht planen. Und als wäre das Leben nicht schon schwer genug, wird Pakistan seit Jahren von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Viele Pakistani sind überzeugt, dass nur ein Mann sie aus der Misere führen kann. Wir sind im Parteibüro im Wahlkreis des ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan in Islamabad. Der aber sitzt im Gefängnis. Wir konkurrieren in diesem Wahlkampf nicht mit unseren politischen Gegnern. Wir konkurrieren mit den Institutionen und der Polizei. Imran Khan, der religiöse Populist, der die Wahl nach allen Umfragen wohl mit großem Vorsprung gewonnen hätte, wurde kurz vor den Wahlen unter anderem wegen Korruption zu mehr als 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Kandidaten seiner Partei PTI dürfen nur als unabhängige Kandidaten antreten. Es ist sehr schlecht, was mit der PTI passiert. Es wurde gemacht, um deren Wähler zu entmutigen. Aber die Wähler kennen mittlerweile die Tricks des politischen Establishments und des Militärs. Noch steht nicht fest, wer die Wahlen gewonnen hat. Sicher ist nur, dass der Atommacht Pakistan unruhige Zeiten bevorstehen. Ja, nochmal nachgefragt in Pakistan. Johannes, guten Abend. Egal, wer gewinnt, ist denn irgendwie absehbar, wie ein Wahlsieger diese immensen Herausforderungen, die du da gerade beschrieben hast, meistern kann? Also wir haben mit vielen Analysten von allen politischen Richtungen gesprochen und alle haben uns eigentlich eines gesagt: Ohne drastische politische Reformen gibt es keine Zukunft für Pakistan. Pakistan braucht ein neues politisches System. Bisher hat noch kein Premierminister seit Staatsgründung es geschafft, eine volle Amtszeit zu überstehen und seine Politik nachhaltig und konsistent überhaupt durchzuführen. Und das liegt daran, dass das Militär im Hintergrund die Fäden zieht. Das Militär ist einer der größten Arbeitgeber. Das Militär besitzt selber Fabriken und hat kein Interesse an einer erfolgreichen zivilen Regierung, die möglicherweise die Vormachtstellung des Militärs in Frage stellen könnte. Was passieren muss, ist, und da sind sich auch alle einig, dass die Parteien zusammenarbeiten, um eine starke Zivilgesellschaft gegen das Militär aufzubauen. Das man allerdings auch braucht, sagt man uns immer wieder, weil man viele Gegner und Feinde in der Region hat, Afghanistan, Iran und so weiter. Wenn jetzt Pakistan wirtschaftlich und politisch weiter taumeln sollte, was ja beinahe anzunehmen ist, leider, welche Folgen hat denn das für die Region und die Welt?
Also US-Präsident Biden hat, ich glaube, vor 2 Jahren gesagt, Pakistan sei die gefährlichste Nation der Welt. Und das hängt damit zusammen, dass Pakistan 170 Atomsprengköpfe besitzt. Und wenn das Land im Chaos versinkt, wonach es aussieht im Moment, dann besteht die große Sorge, dass Terrororganisationen wie der Islamische Staat, der heute erst wieder hier Anschläge verübt hat, oder Al-Qaida, aber auch der Iran, sich in den Besitz der Atomwaffen versucht zu bringen. Und das hätte natürlich große Folgen für den Rest der Welt. Was wir hier auch immer wieder gehört haben, ist, die pakistanische Bevölkerung wächst mit 2,5%. Sie hat ein Durchschnittsalter, glaube ich, von 26 Jahren. Wenn die jungen Leute keine Zukunft haben, werden die sich als Soldiers for Hire, also als Söldner verdingen möglicherweise und die ganze Region unsicher machen. Morgen Vormittag soll es erste Ergebnisse geben. Wir werden weiter berichten. Du wirst weiter berichten, Johannes, für den Moment. Herzlichen Dank. Johannes Hanow war das live aus Islamabad. Und weiter hier jetzt mit einem ersten Nachrichtenüberblick und dir, Hanna. Bundeskanzler Scholz ist zu einem Besuch in Washington aufgebrochen. Bei den Gesprächen mit US-Präsident Biden wird der Fokus morgen auch auf den Militärhilfen für die Ukraine liegen. Der US-Senat hatte gestern ein Hilfspaket blockiert. Nun soll noch einmal über einen geänderten Entwurf abgestimmt werden. Vor seiner Abreise rief Scholz die USA und auch die anderen europäischen Verbündeten zu weiterer Unterstützung für die Ukraine auf. Die bisher zugesagten Hilfen seien nicht genug, so Scholz wörtlich. Bei Angriffen des israelischen Militärs auf Rafah im Süden des Gazastreifens sind in der Nacht nach palästinensischen Angaben mindestens 13 Menschen getötet worden. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hatte gestern eine Ausweitung des Militäreinsatzes in dem Gebiet angekündigt. In der Grenzstadt Rafah leben laut UN mittlerweile mehr als 1 Million Menschen. Viele von ihnen sind vor den Kämpfen aus dem Norden geflüchtet. Im Tarifstreit um eine bessere Bezahlung von Beschäftigten in Arztpraxen gibt es eine Einigung. Das hat der Verband medizinischer Fachberufe mitgeteilt. Zu den genauen Details gibt es bisher keine Angaben. Diese sollen erst Ende nächster Woche bekannt gegeben werden. Mit einem bundesweiten eintägigen Warnstreik hatten die medizinischen Fachangestellten heute ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Es geht um höhere Gehälter für bis zu 330.000 Beschäftigte. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist nach Algerien gereist, um die Energiepartnerschaft mit dem nordafrikanischen Land zu festigen. Konkret geht es um den Import von grünem Wasserstoff. Habeck unterschrieb dazu eine Absichtserklärung. Der Wasserstoff wird in Algerien mit Hilfe von Solarenergie hergestellt. Das Land plant, seine Kapazitäten deutlich auszubauen, um künftig bis zu 10% des europäischen Bedarfs decken zu können. Über eine Pipeline soll der grüne Wasserstoff dann über Italien und Österreich auch nach Deutschland transportiert werden. Die Erderwärmung nimmt zu, so lag sie erstmals 12 Monate in Folge im Durchschnitt über 1,5 Grad, gemessen zur vorindustriellen Zeit. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitgeteilt. Zudem hat die Erde den wärmsten je gemessenen Januar erlebt. Durchschnittlich war er 1,66 Grad wärmer als die Januarmonate zwischen 1850 und 1900. Eine schnelle Verringerung des Treibhausgasausstoßes sei der einzige Weg, um den Anstieg der Temperaturen zu stoppen, mahnten die Wissenschaftler. Es ist eine lange Reise, zu der die Fregatte Hessen heute aufgebrochen ist, und eine Reise ins Ungewisse. Die Hessen ist der Beitrag der deutschen Marine, der Beitrag Deutschlands zu einer neuen Militäroperation, mit der die Staaten der Europäischen Union die Handelsschifffahrt auf einer der weltweit wichtigsten Routen sichern wollen. Die Hessen macht sich also vom Stützpunkt in Wilhelmshaven auf via Mittelmeer ins Rote Meer, dort, wo Houthi-Milizen aus dem Jemen seit Oktober westliche Handelsschiffe beschießen. Die Hessen dürfte schon bald gewaltigen Herausforderungen gegenüberstehen. Die Marine spricht vom gefährlichsten Einsatz seit Jahrzehnten. Ines Trams. Nun geht alles ganz schnell. Nach langwierigen Verhandlungen in Berlin und Brüssel legt die Fregatte Hessen ab in Richtung Rotes Meer. Gibt in 2 Wochen der Bundestag grünes Licht für die Mission Aspides, dann will sie schon im Einsatzgebiet sein. Für die Angehörigen ein emotionaler Moment. Beklommen, sehr beklommen. Weil in ein paar Wochen wird unser Sohn Vater. Und dann ist es natürlich schwierig bei so einem langen Einsatz.
250 Männer und Frauen auf dem Weg in einen scharfen Einsatz. Gemeinsam mit zwei anderen europäischen Kriegsschiffen sollen sie Handelsschiffe vor den Attacken der Houthi schützen. Das ist der ernsthafteste Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit vielen Jahrzehnten. Schwer bewaffnet ist sie, die jemenitische Terrormiliz der Houthi. Immer wieder Angriffe aus der Luft auf Frachter im Roten Meer. Diese Geschosse sollen die Kriegsschiffe künftig abfangen. Wir rechnen mit dem gesamten Spektrum von direkten und indirekten Angriffen. Das reicht von ballistischen Flugkörpern großer Reichweite bis hin zu Drohnen und auch Kleinstdrohnen, aber auch ferngesteuerte Überwassereinheiten im Kamikaze-Betrieb. Die Fregatte Hessen ist für diesen Einsatz gut gerüstet. Ihre Radarsysteme haben eine Reichweite von 400 Kilometern. Ihre Abwehrwaffen können bis zu 160 Kilometer weit fliegen. Die Reeder hoffen nun auf freie Seewege. Dass wir wieder gefahrlos durch das Rote Meer und damit auch durch den Suezkanal fahren können. Denn es geht ein Großteil etwa der deutschen Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gütern durch diese Seestrecke. Die Amerikaner und die Briten sind schon länger vor Ort. Sie beschießen auch Houthi-Stellungen an Land. Das soll die defensiv ausgerichtete EU-Mission explizit nicht machen. Die Konfliktursache wird so nicht beseitigt. Um die Houthi-Milizen wirklich bekämpfen zu können oder schlagen, eindrängen, wie auch immer zu können, muss man an Land gehen. Nur mit dem Abwehren von Drohnen oder Flugkörpern auf See wird man das grundsätzliche Problem nicht lösen können. So könnte es sein, dass die Handelsschiffe noch länger mit Angriffen der Houthi rechnen müssen. Zumindest solange der Iran sie unterstützt. Der Iran ist in den vergangenen Monaten in die Enge gedrängt worden. Er hat Positionen verloren, politisch wie militärisch im Nahen und Mittleren Osten, fühlt sich bedroht. Und es gibt kein Indiz dafür, dass die Houthi-Rebellen oder dahinterstehend der Iran einknicken würden. Im Gegenteil, sie drohen mit Eskalation. Gut vorbereitet sei die Mannschaft der Hessen, heißt es. Doch es bleibt eine riskante Mission. Die Marine spricht von einer neuen Dimension von Einsatz. Ja, damit zurück nach Deutschland und zu dir, Hanna. Die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser sind einer Studie zufolge im vergangenen Jahr so stark gesunken wie seit mindestens 60 Jahren nicht mehr. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft spricht von einem historisch einmaligen Preisverfall. Valerie Haller, was sind die Gründe dafür und was bedeutet das genau für all diejenigen, die jetzt kaufen wollen? Ja, also die Baukosten sind massiv gestiegen. Die Inflation war lange hoch und vor allem die gestiegenen Zinsen haben die Nachfrage nach Immobilien ausgebremst. Und das hat am Markt zu einem Preisverfall geführt, der seinesgleichen sucht. Noch nie fielen die Preise von Immobilien in Deutschland so stark, so schnell. Eigentumswohnungen waren im Vergleich zum Vorjahr um 8,9% günstiger. Einfamilienhäuser verloren 11,3% und bei Mehrfamilienhäusern fielen die Preise sogar um 20,1%. Aber dem Preissturz ist eine ebenfalls historische Rallye vorausgegangen. Über 10 Jahre lang sind die Preise von Immobilien exorbitant gestiegen. Das Institut für Weltwirtschaft hält die Korrektur daher nicht für besonders besorgniserregend. Immerhin erwarten Experten fürs laufende Jahr, dass sich der Markt stabilisieren könnte. Gibt es denn noch irgendwelche guten Nachrichten für die vielen Mieter in Deutschland? Eher nicht, schon allein deswegen, weil viele Wohnungen gebraucht werden und nicht genug Wohnraum zur Verfügung steht. Laut Zahlen des Immobilienportals ImmoWelt bewegen sich die Mieten bundesweit im Schnitt wieder aufwärts. Nur vereinzelt sinken sie. In besonders teuren Metropolen wie München, Düsseldorf oder Frankfurt liegen die Mieten etwas niedriger als im Vorjahr. Ähnliches gilt für mittelgroße Städte. Die Begründung ist vermutlich ganz einfach. Die Mieten sind teils so hoch, mehr ist für viele schlicht nicht mehr bezahlbar. Vielen Dank, Valerie. Nach Frankfurt. Und es gibt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. In Teilen von Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz kann es weiterhin zu ergiebigem Dauerregen kommen. Im
Südwesten Islands ist es zum dritten Mal innerhalb von 2 Monaten zu einem spektakulären Vulkanausbruch gekommen. Aus einer etwa 3 Kilometer langen Erdspalte schossen glutrote Lavafontänen in die Höhe. Nahe der Blauen Lagune, einer der Touristenattraktionen des Landes, schob sich ein Lavastrom über eine Straße. Weil durch den Ausbruch auch eine Warmwasserleitung durchtrennt wurde, riefen die Behörden die Notstandsstufe für die betroffene Region aus. Eine Kollegin hier sagte heute, ich kannte den Mann nicht, aber ich bin froh, dass ich die Nachrufe auf ihn gelesen habe. Der Historiker, Politologe, Publizist Alfred Grosser ist gestorben im Alter von 99 Jahren. Und auch wem der Name erstmal nicht so viel sagt, ahnt heute anhand der vielen Erinnerungen, was Grosser geleistet hat. Er hat Generationen von französischen Studenten Deutschland nahegebracht. Und umgekehrt Deutschen Frankreich. Er hat erklärt und vermittelt und verstehen gelehrt zwischen zwei Völkern, die sich als erbitterte Feinde gegenüberstanden, in den Schützengräben. Ausgerechnet Grosser und gerade Grosser, dessen Familie selbst unter den Nazis gelitten hatte, wurde zum geduldigen Brückenbauer. Hier ist unser Nachruf von Christiane Hoffmann. Sich selbst mit den Augen des anderen sehen, Offenheit, Empathie zeigen, Verbindungen schaffen. Bis zuletzt schrieb Alfred Grosser an gegen Hetze, Hass und Populismus unsere Zeit. Mit 92 veröffentlichte er sein letztes Buch Le Mensch, ein Vermächtnis. Es wird überall gemordet und so weiter. Und ich glaube doch, dass meine und andere Leute Aufgabe immer noch ist, Menschen mehr zu Menschen machen. Grosser wird 1925 in Frankfurt am Main geboren. Sein Vater, Direktor der Frankfurter Kinderklinik, verliert nach der Machtergreifung der Nazis 1933 seine Stelle. Die jüdische Familie emigriert nach Frankreich. Grosser wird Franzose, überlebt so den Krieg. Die Erfahrung von Verfolgung, Vertreibung, Hass prägen ihn. Doch er wendet sich nicht ab von Deutschland, sondern will vermitteln, Brücken bauen. Er empfinde Mitverantwortung für Deutschland. Fast 4 Jahrzehnte lehrt der Publizist und Politologe an der Elite-Uni Sciences Politiques in Paris. In zahlreichen Büchern hilft er den Deutschen, die Franzosen zu verstehen und umgekehrt. Grosser gilt als einer der intellektuellen Wegbereiter des Élysée-Vertrages, des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags von 1963. Es gibt eine Aufklärungsarbeit in Frankreich über Deutschland, in Deutschland über Frankreich. In Deutschland sage ich Gutes über Frankreich und Böses über Deutschland. In Frankreich sage ich Böses über Frankreich und Gutes über Deutschland. Das ist die ständige Pädagogik. Grosser war ein ironischer, freiheitlicher Geist. Durch Provokationen wollte er andere zum freien Denken anstacheln. Für Kritik sorgte er 2010 bei der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht in der Frankfurter Paulskirche. Deutschlands Verhältnis zu Israel sei zu unkritisch, sagt er da, und fordert mit Blick auf die Palästinenser die Anerkennung des Leidens der anderen. Jedes Mal, wenn wir etwas verletzen von unseren Werten, die wir behaupten zu respektieren, werden wir unglaubwürdig den anderen Kontinenten gegenüber, wenn wir für unsere Werte predigen. Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz würdigten ihn heute als Versöhner und scharfsinnigen Beobachter. Ein inspirierender Mensch, ein Denker, ein Europäer. Und offenbar einer mit Schalk. Grosser schrieb, er fürchte den Tod nicht, doch er wolle kurz auferstehen, um die Nachrufe lesen zu können. Und auch sein Lebensmotto darf die Welt gerne in Erinnerung behalten. Zufrieden sein, ohne sich zufrieden zu geben. Und so viel Freude wie möglich zu empfangen und zu geben. Damit entlassen wir Sie in diese Nacht. Und gegen 0.15 Uhr meldet sich dann hier Nazan Gökdemir mit unserem Heute-Journal-Update. Von uns allen, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, einen angenehmen Abend. Tschüss. Thank you.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Wir schauen auf den Rekordmonat Januar zurück. Es ist der wärmste Januar weltweit betrachtet. Und wir sehen vor allem auch hier über dem Ozean ist es sehr warm gewesen. Das ist schon seit vergangenem März Rekordwerte hier. Und das ist auch die Ursache, warum es so viel regnet. Wir sehen es hier auf unserem Vorschaufilm. Ziemlich viel Regen kommt hier vom Nordatlantik, von der Biskaya zu uns und verdrängt tatsächlich die Kaltluft nach Nordosten. Und mit dieser Feuchtigkeit gibt es eben auch viel Regen. 10 bis 30 Liter sind noch mal drin bis morgen Abend. Ja, und in der Nacht gibt es diesen vielen Regen. Vor allem hier von Südwesten her kommt der nach Nordosten gezogen. Und hier gibt es tatsächlich noch mal Schnee, weil es hier viel kälter ist als im Südwesten. Mit Glätte müssen Sie rechnen. Und hier sehen Sie die Temperaturen. Minus 2 Grad im Nordosten und ein Bereich hier mit 0 Grad. Und da kann es eben gefährlich glatt werden. Ganz anders im Südwesten bei 10 Grad. Diese warme Luft, die drängt langsam nach Nordosten. Morgen dann weiterer Regen. Erst einmal im Südwesten auch noch kräftig. Das lässt allmählich nach. Im Norden ist der Regen durchaus noch kräftig. Und der Schnee, der wird allmählich abgedrängt. Im Südosten, da lockert es auf. Temperaturen bei 2 Grad im Norden. Man sieht hier, wenn diese Kälte sich durchsetzen würde, wäre es winterlich. Aber die Wärme kommt von Südwesten 17, teils 15 Grad. Und die nächsten Tage, nun, es geht wechselhaft weiter. Am Samstag mit 18 Grad und Föhnunterstützung an den Alpen. Einen schönen Abend.